Hallöchen und willkommen zurück. Unser Schneewittchen ist immer noch krank und ich habe gerade mal nachgeforscht. Wahrscheinlich wusstet ihr das schon eher. Man kann hier irgendwo Medizin bestellen. Ah. Aha. Komm, wir machen mal. Ach, eine reicht. So, vielen Dank in ihrem Inventar. Und jetzt geht's jetzt schon wieder besser? Ach, du bist doch doof. Du warst doch gerade noch krank. Jetzt habe ich. Auf jeden Fall, so bestellt man Medizin. Sehr toll. Dann weiß sie es jetzt fürs nächste Mal. Also ins Krankenhaus kann man sie nicht fahren, aber Medizin am Computer bestellen. Okay. Check. Und du isst schon wieder Kuchen. Das gibt's doch nicht. Wie Torn, sieht's denn hier eigentlich Torn. aus? Wir brauchen noch eine Levelfähigkeit. Eine Fähigkeit auf Level 3 Comedy. Dann mach dich mal bitte hier ran und erzähl mal ein paar Witze. Oder warte mal. Du könntest doch theoretisch auch Witze hier am Computer schreiben, oder? Schreiben. Witze schreiben. Kannst auch ein paar Witze am Computer schreiben. Okay. Wie sieht's hier aus? Du kannst noch gar nichts. Warst du auch so ein. Du warst ein Nerdhirn. Logik. Ein Schachtisch wäre nicht schlecht. Karten spielen. Okay, dann Planänderung. Du gehst hier ran. Und unser Nerdhirn geht hier ran. Und ich weiß nicht, programmieren üben. Spiele spielen. Job suchen, Haushalt, schreiben. Dann üb mal Programm. Nee, nicht du. Du nicht? Du bist das Nerdhirn. Du kannst hier Programmieren üben. Und du? Du bist auch ein Comedian. Dann musst du kurz warten. Dann kannst du in dieser Zeit deine Hausaufgaben machen. Er hat gerade Porno gesagt. Hecken, da, da, da. Das passt ja. Das passt sowas von zu Dory. Okay, Schneewittchen. Oh. Magst du das vielleicht reparieren? Und ich wollte unbedingt. Was war das für ein Geräusch? Ich wollte unbedingt für hier unten noch ein Bücherregal kaufen. Das mache ich mal kurz. Ein kleines Bücherregal. Ein kleines Bücherregal. Ein kleines Bücherregal. Das hier würde doch hierhin passen. Zum Beispiel. Das ist ein bisschen mega riesig groß. Darf ich das hier mal? Da so eine Kommode. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber da. Moment. Okay, diese Kommode kaufen wir nicht. Die gibt es nicht in weiß, ne? Ach, so riesig. Aber eigentlich finde ich es gar nicht schlecht, so unter dem Fernseher. Passt irgendwie. Ich lasse das jetzt da. Wir lassen das mal da und dann stellen wir hier. Oh! Ich weiß, was ich da hinstelle. Zur Kaschierung stellen wir da ein Pflänzchen hin. Haben wir denn hier ein schönes Pflänzchen und wie was. Das ist ein bisschen groß. Sowas ist cool. Gibt es das auch noch?
nochmal größer. Nee, war. Oder sowas. Das ist auch süß. Das passt nicht. Oh, das muss ich aber woanders hinstellen. Wie teuer ist das? Da, 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 da. Das ist hübsch. Die muss hier hin. Die muss hier irgendwo hin. Wie teuer ist die? Nee, 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 nee. Eigentlich wollte ich doch nur eine Pflanze für hier. Aber es ist alles so... gefällt mir irgendwie nicht so. Ich glaube, ich bleib mal bei dem hier. So. So. Moment. Hallo? Hallo? Okay, ich kann die Konsole auch gerade nicht öffnen. Dann stelle ich das erstmal so hin und dann mache ich das später nochmal. Na komm schon. So. Und du kommst hier so hin. Egal, ich mache das dann nochmal richtig. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Deko. Warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Egal. Kriegst du jetzt mal dein Kind, bitte? Es geht los. Oh. Du bist schon in den Wehen. Na dann, ab ins Krankenhaus. Ich mach mal mit. Ja, komm noch mit. Yay. Oh, ich bin jetzt echt gespannt. Oh Gott, bin ich gespannt, was es wird. Ich habe auch irgendwo Namen gehabt. Okay. Namen sind an meiner Seite. Okay, der ist jetzt schon wieder abgehauen, oder? Ne, klar, das war ja so klar. Sehr unwohl. Oh, ach süßer. Das schaffst du schon. Und da ist ja auch wieder unsere allseits beliebte Hebamme Frau Steff. Oh Gott, die passt gar nicht mehr rein. Und wir sind soeben beste Freundin geworden. Okay. So kann man auch Freunde machen. Was macht sie da? Oh, bitte mehrere Kinder, mehrere Kinder. Ja. Ja. Hallo? Okay, ein Junge! Ein Junge, ein Junge, ein Junge. Und diesen Jungen nennen wir Elia. Okay. Wie nur ein Kind. Nur ein Kind. Capno Maluki. Du warst so dick. Und wir haben nur ein Kind. Okay, das heißt dann... Hä? Hä? Ich verstehe das nicht. Was ist mit diesem Spiel los? Okay, sie ist jetzt überglücklich. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Hat sie die Schwangerschaft alt gemacht? Hier
habe keine Ahnung, was mit diesem Spiel los ist. Aber okay, alles gut. Wir fangen jetzt wieder von vorne an, sozusagen. Das heißt, das nächste Kind können wir gleich mal planen. Hä? 19 Tage. Okay. Das ist gut. Na gut, dann ist alles gut. Ich hoffe, das ist jetzt nur nicht so eine Endlosschleife. Wir stellen das Baby mal bei uns mit rein. So. Und ein Junge. Der kleine Ilia. Oh Gott, sie ist verrückt. Sie ist durchgedreht. Und du solltest das hier eigentlich reparieren. Und du machst jetzt mal deine Hausaufgaben. Du machst mal deine Hausaufgaben. Ups. So. Und ich habe das jetzt auch rausgefunden, wie das mit der blöden Drachen, also mit der Pflanze geht. Ach, jetzt habe ich das nicht mehr, ne? Okay, weil ich wollte nämlich so eine Kuhpflanze haben. Und ich dachte, wenn ich jetzt diese Drachenfruchtpflanze veredle, aber das ist ja gar keine Drachenfruchtpflanze an sich, es ist ja noch die gekreuzte Pflanze. Das heißt, ich müsste ja erstmal die Drachenfrucht, oh Gott, die Drachenfrucht müsste ich erstmal pflanzen. Und dann müsste ich die wahrscheinlich nochmal veredeln mit dem Löwenmäulchen, damit ich eine Kuhbärenpflanze bekomme. Oh, das wollte ich nicht. Aber das wusstet ihr wahrscheinlich alle schon vor mir, deswegen habe ich es einfach nochmal wiederholt. Für Dumme, also für mich. Machst du deine Hausaufgaben? Du machst deine Hausaufgaben. Okay, Schneewittchen. Wir müssen schwanger werden. Wir haben noch etwas Zeit. Das freut mich. Wen laden wir uns denn mal ein? Victor. Nee, mit Mickey, das wäre ein bisschen inzestmäßig. Hier Leo. Aha. Mirko. Troy wäre natürlich auch sehr interessant. Ich glaube, ich nehme mal Leo. Komm mal her. Die laden die jetzt einfach alle zu uns ein. Ups. Geht das hier nicht rein? Doch. Gott, ich glaube, ich muss mal dieses Dekor hier ausmachen. Kommt der? Da kommt er angerannt. Okay, jetzt schnell. Massenabfertigung aller Schneewittchen. Freundlich vorstellen. Hey, bleibst du hier? Ey, wo gehst du hin? Du gehst nicht zum Baby. Wie, du gehst zum Baby? Der sieht aber noch so jung aus. Ist das ein Teenager? Nee. So. Hallo, ich bin die Schneewittchen. Oh, vielleicht kriegen wir dann jemanden mit roten Haaren. Okay. So. So. Machen wir ein bisschen Blabla. Plus. Wixona Zarspa. Penthip Vabris. Skufa. Falaru Varic. Ja. Mal gucken. Torka Chusen. Go!
Mit Familie angeben können wir noch. Können wir schon mal fragen, ob er Single ist? Das geht bestimmt. Was machst du? Du gehst jetzt nicht schlafen. Oh, Leo ist ein Geek. Oh, das Baby schreit, ne? Oh. Okay, Leo ist Single. Na dann. Ich glaube, ich muss das Baby da nochmal umstellen. Flirten. Ja, ja. Ist okay. Das, ja, alles gut. Baby ist weg. So. Flirten. Flirten. Umarmen. Oh. So, ja. So. Ich mache jetzt echt hier schnell. Was können wir denn noch machen? Nummern austauschen. No beam. Bueno Fuin, quick. Ah, Rishi Panda. Hör auf, dich zu bewegen. Knuddeln. Das ist nicht so gut. Kann jetzt mal hier diese Leiste kommen? Warum geht er denn immer weg, der Arsch? Okay. Darum wird sich gekümmert. Erster Kuss. Yay! So, Techtelmechtel. Mutiger Anmachspruch. Oh, das machen wir mal. Wird bestimmt in die Hose gehen. Stern Zerpa, Nutsch. Händchen halten. Tipp, tipp. Oh! Oh, sanft küssen. Ey, bleib hier. Du kannst jetzt noch nicht gehen. Küssen. Kann man nicht schon? So. Seid ihr denn schon fertig mit euren Hausaufgaben? Du bist jetzt fertig. Oh. Zack, bist du schon wieder festgebackt? Du bist doch saumüde, oder? Doch, geht. Dann wisch das mal noch auf. Okay, hier wird getechtelmechtelt. Sehr gut. Hier werden Hausaufgaben gemacht und du kannst hier noch was essen. Klappt alles wie am Schnürchen, würde ich mal sagen. Was ist mit dir? Ah, du machst. Okay. Branka Vint, Fina Iffel Imb. Bah. Bah. Kannst du eigentlich auch vom. Du kannst doch auch vom Fernsehen essen, oder? Nimm dein Essen und vom Fernsehen. Okay. Moment. Hier wird jetzt rumgeknutscht. Ah, nee, warte mal. Ich will einen Schwangerschaftstest machen. Ich habe Techtelmechtel gemacht. Oh, Leute, ihr müsst nochmal. Wäre so blöd. So. Los. Los, 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 los. Wäre echt doof.
So, hier wird fleißig gearbeitet um 1 Uhr nachts. Wenn jetzt kein Baby draus kommt, ihr habt schon vorgeübt. Irgendwie finde ich es immer noch zu hell hier drin, ich weiß nicht. Es fühlt sich nicht an, wie es ist dunkel draußen. So, der ist doch romantisch. Okay. Noch nicht fertig. Wie sieht's bei euch? Also so mit 3 Kindern ist eigentlich entspannt. Nee, Zombie-Film. Okay, Zack, du kannst jetzt... Okay, er geht jetzt. Na, danke. Danke fürs Baby machen. Moment, ich... Apropos Baby. Okay, ihr seid jetzt auch alle meine Zeugen. Moment, ich mache erstmal schnell einen Schwangerschaftstest. Du erzählst jetzt deinem Jungen nicht, wie gut dein Sex war. Okay. Schwangerschaftstest. Und ihr seid jetzt alle meine Zeugen, dass hier unten 18 Tage steht. 18 Tage bis zur Alterung. Und wir bekommen ein Kind. Super. Damit, mit dieser super, du wolltest gehen. Tschüss. Achso, wir müssen noch ein Foto machen. Können wir noch schnell ein Foto machen? Foto machen mit Leo. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Oh, jips, 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 jips. Ich glaube, wir brauchen irgendwie ein Sportgerät. Irgendwann baue ich auf jeden Fall noch einen Keller. Anji. So, diesmal ist sie auch nicht krank. Sehr gut. So. Dann machen wir mal so eins. So eins. So eins. So eins. Und so eins. Perfekt. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall ein Sportgerät. Ein Sportgerät, ein Sportgerät. Und ich würde sagen, was wollte ich denn eigentlich sagen? Achso, ich wollte sagen, mit dieser freudigen Nachricht beende ich diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.